Yo, Peace, Leute, und willkommen zum 119. Part, glaube ich, von The Binding of Isaac Rebirth. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen, The Binding of Isaac Rebirth. Ja, weil ich viel vorproduziert hatte, aber nicht mehr so viel vorproduzieren will, weil Afterbirth ja langsam aber sicher ansteht. Ich denke mal, Richtung August, Richtung September wird es kommen und ich will da nicht so viel vorproduziert haben, dass wenn dann Afterbirth kommt, dass ihr erstmal noch einen Monat warten müsst, bis bei mir Afterbirth da ist. Und ich musste bei den Soundeinstellungen jetzt nochmal was ändern. Ich muss jetzt ein bisschen weiter weg vom Mikrofon sein, weil ich gemerkt habe, dass ich in den letzten, also in der letzten Aufnahme, also das war ein anderes Spiel, also nicht Isaac, übersteuert habe. Deshalb kann es sein, dass der Spielsound ein bisschen zu leise ist, weil ich ihn jetzt nochmal ein bisschen leiser gedreht habe, weil lieber zu leise als zu laut. So, wir müssen eine Challenge, das müssen wir noch machen. Leute, Leute, Leute. Ich weiß gar nicht, wo wir waren. Wir haben noch drei Challenges vor uns. Gehen wir die schwerste an, meiner Meinung nach. Cat got you, turn you. Die Katze hat also meine Zunge. Wir sind Guppy. Wir haben diesen Kopf hier. Und wir haben, wie nennt sich das Ding? Den Hairball. Und damit müssen wir spielen. Und ich hasse diese Challenge. Ich habe sie einmal oder zweimal privat versucht. Und es ist grässlich. Also, ich finde es wirklich schlimm. Weil ich einfach damit nicht klarkomme, mit diesem Hairball-Ding da. Ein Seelenherz nochmal für uns, sehr gut. Hätten wir noch zwei Goldkisten, die wir aufmachen könnten. Tammys Head wäre extrem vorteilhaft. Wir haben zum Glück auch noch die Fliegen hier. Und wenn wir mit dem Herbal was treffen, spawnen auch noch Fliegen dazu. Das ist das Einzige, was gut ist an der Challenge. Ich hätte euch noch gerne Bomben. Wieso haben wir so viele? Ach stimmt, da waren ja richtig viele Münzen. Ich hätte noch gerne Schlüssel, um den Shop aufzumachen. Oder eine Bombe. Irgendwie. Wir müssen halt, also man muss es halt so machen. Man muss halt wirklich irgendwie das Drehen, den Hairball und irgendwie versuchen, dann Gegner zu treffen, was ich einfach unglaublich schwer finde. Ah! Also ich find's schwer. Ich find's, ihr seht, Moment, ich glaube, ich muss mit dem, ich glaube, ich muss mit dem hier spielen. Oh Mann, oh, sie hat, oh nein! Er hat den Geheimraum aufgesprengt. Okay, Leute, wir müssen uns sammeln. Komm, die Fliege soll da, ja, perfekt, nein! Fliegt, der Hairball wird auch größer, wenn er Gegner trifft. Das erwarte ich gerade hier, genau. Ich finde die Challenge echt ekelhaft. Also, boah. Ihr seht, also ich treffe keinen Gegner. Ich komme damit halt noch nicht klar. Ich habe noch nie mit diesem Hairball groß gespielt. Und daher komme ich mit dem Hairball nicht klar. Wäre eine Idee wert. Warum nicht? Vielleicht kriegen wir eine Bombe raus oder einen Schlüssel nochmal. Noch ein Schlüssel würde uns halt, da können wir beide Goldkisten öffnen und eine Bombe wäre für den blauen Stein perfekt. Oder wir kriegen einfach nichts mit 15 Münzen oder was. Ein Herz. Münzen. Eine Pretty Fly, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, das ist Schutz. Und Schutz ist wirklich gut. Noch eine Münze. Okay. Ich verspiele jetzt mein ganzes Geld da dran. Wieso gibst du mir keine Bombe? Er will, dass wir weiterspielen. Okay. Schlüssel und Bombe. Ah nein, das ist eine Trollbombe. Eine Bombe. Gut. Haben wir so alles, was wir wollten, mit 15 Münzen bekommen. Oh, hier ist auch noch ein blauer Stein. What the fuck? Wie viele blaue Steine gibt es denn hier? Dann machen wir den. Sehr schön, noch ein Schlüssel dazu. Können wir die zwei Goldkisten öffnen? Tammys Head wäre so gut. Ja, nehme ich mit. Bob's Brain tatsächlich. Jetzt haben wir nämlich was zum Schießen. Mit dem wir halt Gegner ausschalten können. Bob's Brain macht ja wirklich gut Damage. Muss man ja wirklich dazu sagen. Also, Bob's Brain macht schon Damage. Ich hätte gern BFF. Haben wir BFF? Nee, nee, nee. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ein Seelenherz nochmal für uns. Wir haben ja schon einiges verloren. Deshalb gehen wir einfach mal hier rein und zu Dingle, Jingle, Mingle, Pingle, Ring. Schön, dass alle meine fliegen. Alle, so gut wie alle, einfach auf den scheiß kleinen Kackhaufen gegangen sind. Ah, mit diesem Hairball, ne? Ich komme darauf nicht klar. Boss Brain, Flieg und Sieg. Also, das wird wirklich eine Challenge, an der werden wir eine Weile sitzen. Bis ich halt einfach mal rausgefunden habe, wie ich gescheit mit dem Hairball spiele. Ich weiß halt, dass man so rumlenken sollte. Dann trifft man auch vielleicht mal ab und zu was. Boom. Oh Mann, jetzt fehlt nur noch so ein kleiner nerviger Hit. Fliege? Nein, du solltest nicht zu dem da oben. Ah, er ist tot. Das ist das Wichtigste. Boah. Und komm, Fliege, erledige. Sehr gut. So, wir kriegen Shotspeeder, bringt uns nichts, aber eine Karte, die Hero Fan ist. Nice, nice, nice. Und gehen in die nächste Ebene. Auf was ich jetzt hoffe, was die Challenge so ein bisschen aushebeln könnte. Was heißt ein bisschen, ziemlich viel. Tammys Head und Brimstone. Das wäre perfekt. Das wäre wirklich perfekt. Pentagramm. Noch machen unsere Fliegen mehr Schaden. Ist ja auch nicht schlecht. Also auch Damage Upgrades bringen es in einem gewissen Sinne, dass eben unsere Fliegen mehr Schaden machen.
Ich will mit dem Hairball die treffen, dann wird der nämlich ein bisschen größer. Fliege in den Hairball. Fliege in den Hairball. Weil der muss größer werden, weil sonst habe ich gar keine Chance, irgendwas zu machen. Ich will die Ebene ein bisschen abgrasen. Ja, ich komme darauf nicht klar. Bob's Brain, Flieg und Sieg. Ja, oder die Batterie wäre auch sehr, sehr gut, weil dann könnten wir Guppies Head in einem Raum aufladen. Upsala. Komm. Ey, das kann nicht wahr sein. Fliege. Danke. Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, wie ich diese Challenge jemals schaffen soll. Wie gesagt, Brimstone plus Tummy's Head wären so ziemlich das Niceste auf dem Planet. So, so geht's auch. Okay, also in die Challenge muss man sich, glaube ich, auch einfach einspielen. Ich glaube nicht, dass wir die beim ersten Versuch geschaffen werden. Wir hatten ja bis jetzt recht Glück mit den schwereren Challenges. Wir haben viele beim ersten Versuch geschafft. Ja, mehr Kisten und mehr Schlüssel können gedroppt werden, glaube ich. So, zack, komm. Sollen wir in den Shop reingucken? Ja, würde ich schon mal sagen. There's options. Oder more options, oder wie es auch immer heißt. Wir werden niemals so viel Geld zusammenkriegen. Deshalb nehme ich... Wobei, vielleicht kriegen wir noch so viel Geld zusammen. Deshalb lasse ich es mal, aber ich nehme dann mal am Ski mit. Weil es könnte ja sein, dass wir irgendwie noch viel Geld kriegen. So, Bob's Brain. Das musst du jetzt hier erledigen. Da habe ich keine Chance. Ah, kann ich durch Sachen fliegen, ne? Ah, fuck. Komm mal hier hoch, du Fleischklumpen. Nein, egal, hat sich gelohnt. Dieser Schaden hat sich auf jeden Fall gelohnt, indem wir 25 Münzen bekommen haben, den Quarter. Sehr gut, dann können wir uns nämlich beides kaufen. There's options. Gönn mir den Shit. Und Mom's Key. Mom's Key bedeutet mehr Sachen aus Kisten. So, nehmen wir das Seelenherzchen noch mit. Und dann gehen wir zum Boss. Hofft man einfach kein Haunt. Monstro. Monstro ist natürlich ein nicer Dude, der auch wirklich swaggy am Bienen ist. Fliegen, geht bitte mal drauf. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß es nicht, wie ich mit dem Hairball an die Sache rangehen soll. So, jetzt haben wir den schon mit... So, Bob's Brain. Zum Glück haben wir Bob's Brain gefunden, ne? Ich glaube, ohne Bob's Brain wäre das Ganze schon nochmal eine Runde schwieriger. Okay, er springt. Ah, aufpassen. Er spuckt. Und Bob's Brain. Flieg und Sieg. Wir werden einen Double Deal bekommen. Ich werde aber eigentlich fast nichts daraus annehmen. Tiersa bringt uns nichts. Deshalb nehmen wir das mit. Speed up. Wenigstens. The Pact und the Nail. Na. Ich will eigentlich eins von denen mitnehmen, dass wir weiterhin Devil Deals haben. Weil, wie gesagt, Brimstone und dann, wenn wir Tummy's Head finden, wäre echt geil. The Nail würde uns ab und zu Leben geben. Wäre eigentlich sehr, sehr gut. Aber dann können wir den Kopf nicht mitnehmen. Deshalb nehmen wir The Pact mit. Gibt uns doch zwei Seelenherzen noch dazu. Einfach nur, weil ich will Devil Deals behalten. Weil was bringen mir Angel Deals? In Angel Deals gibt es keine Sachen, die mir was bringen für diese Challenge. Großartig. In Devil Deals gibt es den Brimstone, der uns sehr, sehr viel bringen würde. In diesem Fall. Boss Brain. Brimstone und Tummy's Head wäre echt so ziemlich das Niceste eigentlich, was wir hier bekommen könnten. Oh, hier müssen wir echt kurz chillen, bis Boss Brain wieder da ist, ne? Oder die Bombe hier legen und vielleicht... Oh, der Zetzerpilz. Nice. Nice, nice, nice. Brudi, wie mache ich das bei dir? Einfach so durch, ja? Das ist gar keine schlechte Idee. Ah, fuck it. Oder Boss Brain macht das Ganze. Moment. Also die Challenge wird auch sehr, sehr langsam vorangehen. Das seht ihr ja bestimmt schon. Oh, die Batterie nehme ich gerne mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ein ekliger Raum. Judas Zunge. Ja, nehme ich mit. Ich will das Seelenherz haben. Schlüssel gibt es leider keinen. Mod Trinket Room. Ja, wäre ganz cool, dann können wir auch noch den Rusted Key mitnehmen, aber ist jetzt nicht so essentiell oder so. So. Wir müssen halt echt auf diese Fliegen bauen, die wir hier mit haben. Ups. Schnell, Bob's Brain. Ich will, dass du mindestens zwei tötest. Ah, töte einfach die Special Form. Denn die gibt uns eine Batterie. Und dann haben wir nochmal zwei Fliegen. Nice. So, zack, was haben wir hier drin? Geld und Schlüssel. Dann gehen wir zum Boss. Was anderes können wir nicht machen. Pestilenz. Das heißt, ein Cube of Meter könnten wir hier mitnehmen, wenn wir da was wollen würden. Oh, ups. Da habe ich nicht mit gerechnet. So, so, also langsam läuft's doch her. Oh, die Fliegen sind nervig. Ah, Bob's Brain. Flieg, nein.
Sehr schön, er hat seinen eigenen Fliegen mit ausgeschaltet. Ein Seelenherz für uns. Und ah, diese Kackfliegen. Sehr gut. HP ab oder ich nehme den Cube of Meat mit. Auf jeden Fall. Können wir mit kämpfen. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Vielleicht bekommen wir hier nochmal einen Devil Deal. Vielleicht finden wir jetzt Tummy's. Tummy's Head wäre wirklich das Einzige, wofür ich Guppy's Head weglegen würde. Weil Tummy's Head richtig, richtig nice wäre. Ja. Boom, Junge. Jetzt können wir mit dem Cube of Meat kämpfen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr... Also ein Cube of Meat Teil ist richtig nice. Am besten wäre sogar noch einer. Also, dass wir zwei Cube of Meat Teile haben. So, bei dem... Oh, wie machen wir das jetzt bei dem? Weil der... Platz auf! Ah, gut, der Cube of Meat hat es abgewehrt. Boah, ja, Mamski, man bemerkt Mamski. Alter, kommt hier viel Shit raus. So, gehen wir mal hier lang. Oh Gott, das ist natürlich ekelig. Bob Spring! Ah, fuck, stimmt, die sterben ja nicht dadurch. Wo ist der Cube of Meat? Hier ist der Cube of Meat. Egal, egal, egal. Den Schaden, den gönne ich mir jetzt mal. So, da hat der Hairball, glaube ich, noch ein bisschen mitgearbeitet. Bob's Brain. Oh, ups. Oh Mann, wir müssen halt unser Leben auf jeden Fall behalten. Oh komm, so viele Herzen brauche ich jetzt auch wieder nicht. Gib mir lieber Seelenherzen. Ich will die drei Münzen haben. Cube of Meat. Oh, Gott sei Dank haben wir den. Der erleichtert das Ganze auch nochmal richtig stark. Wir haben richtig viel Money, Rich. Heißt, Shopbesuch würde sich auf jeden Fall lohnen. Ja, Fliege erledige. Erledige ihn. Was haben wir hier drin? Vielleicht ein Bettler. Ah, aber diesen Automaten hier. Wo? Vielleicht ein... Wobei, was gibt's für bessere Trinkets? Der Fischkopf wäre nicht schlecht. Weil dann, wenn wir getroffen werden, spawnen wir auch Fliegen. Curved Horn ist halt Damage, aber das bringt uns nichts. Und Seelenherz ist nice. Dann sprengen wir den Automaten jetzt. Curved Horn ist schön und gut, aber... bringt uns einfach zu wenig, als dass das... Klar, unsere Fliegen würden mehr Schaden machen. Wobei, ich glaube, die skalieren damit gar nicht. Kann das sein? Wir lassen es liegen. Ich nehme Judas Zunge mit in diesem Fall jetzt. Normalerweise wäre natürlich klar, dass wir Ding mitnehmen würden. Hier kurz einfach reinlaufen kommen. dass wir Kryptor mitnehmen würden. Aber in diesem Fall denke ich mal, dass wir das so ein bisschen besser am Start sind. Bob Sprain, wo bist du, wenn man dich braucht? Tschüss! Ja... Die kleinen Spinnen, die sind gerade ein bisschen annoying, muss ich ganz ehrlich sagen. Pff, rennt die da rum und macht mir Schaden, ich glaub's nicht. So, aber in den Shop. Die Bibel, damit könnten wir Marmoren hitten. Oh, wo sind wir denn? Caves 2. Aber dann... Nehmen wir mit. Lassen wir den Kopf da, ist gefährlich. Aber wir haben zum Glück ja, den Cube of Meat, ich glaube, hätten wir den Cube of Meat nicht, hätte ich das jetzt auch nicht mitgenommen. Weil dann hätten wir zu wenig Sachen, die attackieren können. So, die Münze will ich noch haben. Und dann gehen wir zum Boss. Es ist Gurdy in der Special Form, die nur Gegner spawnt. Oh, ups, Bob's Brain. Mensch, Bob's Brain, hey. Aufpassen. Ich muss mit dem Cube of Meat arbeiten. So. Erstmal die kleinen Gegner hier erledigen. Bob's Brain ist wieder back on board. So, und dann reinhalten. Warten auf Bob's Brain. Wieder reinhalten. Bob's Brain ist wieder on the roll. Shoot, Bob's Brain, shoot. Oh Gott. Was ist das hier? Egal. Scheiß auf den Damage. Er ist tot, okay. Jetzt muss Bob's Brain unbedingt diese ganzen Fliegen hier wegholen. Ja, das war gut. So, dann du da unten mal weg. Fliege, sehr gut. Und ciao. Wir nehmen das als Setup mit. Gehen in den Devil Deal. Dort erwartet uns kein Krampus. Das nehmen wir mit. Warum nicht? Kann uns vielleicht mal helfen. Und gehen in die nächste Ebene. Oh Leute, wenn wir das jetzt beim ersten Versuch schaffen. Ne? Wir müssen nur zu Mom. Wir haben gut Leben auf jeden Fall. Nee, das mache ich ganz sicher nicht. Wir haben gut Leben auf jeden Fall. Und wir können Mom one-hitten. Das ist so schön. Ich habe immer das Bedürfnis, mein Space-Item einzusetzen, weil ich immer noch an Guppy's Head gewöhnt bin. Oh, er hat schon die Kamera rausgesprengt. Dankeschön. War nett von dir. Und es ist Greed drin, na toll. Okay, das war ganz chillig. Das war ein nicer Besuch vom Greedy Boy. So, gehen wir mal hier lang. Wie viele rote Feuer gibt's denn hier? Der Ebene ist ja mal voll mit roten Feuern, ey. Das mag ich. Wieso habe ich jetzt Schaden bekommen? Da war doch mein Cup of Meat. Aua. Zu weit reingerast. So und so.
Müssen auf unser Leben jetzt halt aufpassen. Wir müssen diese Ebene und die nächsten noch überleben. Na, die Herzen. Die sind eklig. Okay, da habe ich den Damage jetzt nicht ganz verstanden. Aber egal. Ich will erstmal die Gehirne eigentlich ausschalten. Oh Mann, egal, so geht's auch. Give me some soul hearts, you bitch. Shop. Sollen wir den suchen? Nee, glaube ich nicht. Oh nein. Oh nein, die Maske. Alter. Schlimmster Gegner, der jetzt kommen könnte. Die Maske. Oh fuck. Da müssen wir richtig mit Bob's Brain arbeiten. Ich hoffe, dass Bob's Brain die Maske auch trifft, auch wenn die Maske sozusagen nicht nach hinten, also dass wir die, auch wenn wir die von vorne treffen, dass sie dann trotzdem Schaden kriegt. Denn wir müssen jetzt unser Leben behalten. Wir müssen jetzt richtig vorsichtig spielen eigentlich. Mit dem Cube of Meat gegen die Maske, das wird nee, das würde nichts werden. Das ist noch die Special Form, die auch noch Homing Shots schießt. Die das vom, also das Herz würde Homing Shots schießen. So. Jetzt noch die Maske da. Die kriegt Schaden durch. Ach, durch unser Blatt. Die fliegt doch. Das kriegt ja durch Schaden. Naja, mir soll's recht sein. Okay, Bob's Brain, sehr gut. Bob's Brain macht dem Damage. Denn wir brauchen jetzt jedes mögliche Leben, das wir finden können. Bob's Brain, flick und sink, mein Freund. Oh, das Bloody Babies, also das Headless Baby ist auch ganz gut jetzt. Weil es dem, warum auch immer, Schaden macht. Ich habe gedacht, das Ding fliegt doch eigentlich. Sehr gut. Ein Devil Deal. Wir nehmen das hier mit. Und da wird jetzt Krampus drin sein. Yep. Aufpassen. Bob's Brain. Nein. Bob's Brain. Nein. Bob's Brain. Sehr gut. Ja, Mist. Ganz hart Schaden macht der. Krampus Head wäre auch ganz nett, aber ich behalte die Bibel. Jetzt sieht es mit unserem Leben doch noch nicht mehr so krass aus. Na, gehen wir weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach den Boss schnell finden. Weil, wie gesagt, wir können bei Mom mit einem halben Herz rein. Das ist egal. Curse of the Maze auch noch. Ja, danke. Oh, nee, das mache ich nicht. Nur, wenn ich muss. Okay, annoying. Würde ich jetzt mal behaupten, das ist ein bisschen annoying. Ups, da war nicht die Gebiete war nicht auf der Seite. Oh nein, ich muss aufhören, so überhastig reinzulaufen. Fick mein Leben auseinander. Ach du Kacke. Jetzt da unten hin. Einer ist weg. Alright. Können wir nicht auf so einem Stein stehen bleiben, bitte? Richtige Pussy-Taktik. Ist mir egal. Los, komm schon, Boss Brain. Ich habe jetzt hier ohne Boss Brain gar keine Chance. Boss Brain, schieß. Yeah. Ein Herz, das werden wir jetzt... aufpassen. Wir dürfen keinen Schaden mehr nehmen. Ihr seht, wie vorsichtig ich gerade bin. Was ist hier drin? Zwei Bomben. Okay, kann man mitnehmen. Gehen wir nach unten weiter. Fuck, das ist nervig. Hoffentlich fliegt er nochmal in die Stacheln rein. Oh, das ist annoying. Mit den scheiß Stacheln, nein. Komm, jetzt fliegen die Stacheln rein. Ja. Die Goldgestion, wir kamen uns ganz sicher nicht. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck. Oh, nein. Und ich renne auch noch rein. Ich bin so ein Idiot. Bob's Brain, trifft den Dreier. Nein, Bob's Brain, hör doch auf damit. Oh, Gott. Oh, nein. Es sieht so gut aus eigentlich. Wir müssten jetzt nur den Boss finden. Oder Seelenherzen. Eine ganze Menge davon. So, Bobby. Nee, wobei, nee. Okay, der ist gut, der ist einigermaßen chillig. Hier heißt einfach nur weglaufen, bis Bob's Brain da ist. Seelenherz, ja, perfekt. Was ist hier drin? Wow, what the fuck? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Den Raum kenne ich gar nicht. Ich werde hier sprengen, auf jeden Fall. Jedes einzelne Feuer werde ich hier auch sprengen. Für die Chance auf ein Seelenherz. Wir haben genug Bomben, also wir können es uns erlauben. Ich bin halt rich an Bomben. Ihr wisst, wie ich meine. sagen wir das, wenn es Bad Trip ist. Luck up. Hier noch sprengen. Da könnte ein Seelenherz drin sein. Yeah. Gut. Das ist in Ordnung. Oh nein. Diese Ekel kann rein. Oh, ich bin ins Feuer gelatscht. Gut. Ja, ist gut. Ich spreng jetzt hier mal die Feuer weg. Was? Def. Gerne. Für diesen Raum, Dev.
hier noch kurz sprengen. Genau für das hier. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder einiges an Leben. Was heißt einiges, aber zumindest ein etwas. Aha. Komm, Bobs, brenn. Bobs, brenn. Wo bist du? Bobs, brenn. Come to me and win this fight against these bitches. Ich will den da treffen, der da rumschießt. Sehr gut. Oh, noch ein schwarzes Händchen. Perfekt. Komm her. Come back to me. Upsala. Ja, wir haben gut Leben. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Boss hier gleich irgendwo ist. Ah, nochmal ein Raum. Fuck. Ich brauche den Boss. Ich brauche den Boss. Hier sofort. Sehr gut. Zwei sind down. Two are down. Two are down. Hua. Komm schon, verreckt euch. Verreckt euch. Verreckt euch. Alter. Ups. Was ist hier drin? Einiges an Money. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, aber egal. Nehmen wir alles mit. Und da ist der Boss, Leute. Jetzt noch diesen Raum hier schaffen im Endeffekt. Dann haben wir diese Challenge beim ersten Versuch geschafft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, wenn ich ehrlich bin, weil ich diese Challenge, wie gesagt, privat schon mal versucht habe und da wirklich gescheitert bin. Aber andauernd. So, hier, komm, reinrennen, reinrennen. Scheiß drauf. YOLO. Hauptsache schaffen. Das Money hier noch mittaken. Wenn es jetzt noch weitergeht aus dem Arzt, wäre es echt mies. Aber ich hoffe es nicht. Ah, oh mein Gott, wir haben die meiner Meinung nach schwerste Challenge geschafft. The Rune of Algus has appeared in the basement. Uns fehlen noch zwei Challenges, meine Freunde. Dann haben wir alle Challenges geschafft. Bin echt glücklich, dass wir die hinter uns haben. Und beim ersten Versuch. What the fuck? I'm very impressed by that shit, you know? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns fehlen noch zwei Challenges, meine Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Peace up und haut rein.